Alles wird neu. Bauen und Wohnen bekommt ein neues Studio. Neben einer komplett neuen Gestaltung darf Tobias auch neue Möbel bauen. Clever parken auf wenig Raum. Bauen und Wohnen zeigt ein innovatives Parkkonzept, das viele Stellplätze schafft. Herzlich willkommen zur ersten Bauen und Wohnen-Sendung im neuen Jahr. Und bei uns steht es nun an, das Studio umzugestalten. Das ist unsere graue Maus. Das ist die Frau, die unser Studio schöner macht. Und zwar nicht die graue Maus, die Andrea Helms. Und ich sage ganz einfach, Andrea, herzlich willkommen. Dankeschön. Andrea, du hast jetzt Gedanken gemacht, wie unser Bauen und Wohnen-Set künftig aussieht. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich habe mir Gedanken gemacht und zwar habe ich eine Tapete ausgesucht. Das ist eine Stofftapete. Ja. Man kann die Tapete hinmachen mit Kleister ganz normal. Man kann sie wieder abnehmen, in die Waschmaschine stecken, woanders wieder hinmachen. Okay, also Tapetenwaschen geht inzwischen. Genau, auch. Das heißt Raumkleid, das okay. Ganze, ja. Also ein echtes Raumkleid ein von Kleid. Der Firma Raumkleid, glaube ich. Ein auch, Raumkleid ja. Von Raumkleid, ja. Okay, okay, wegmachen, wieder hinmachen. Dann habe ich mir dazu überlegt, Vintage-Teppiche und die legen wir einfach mal anders wie andere. Okay. Also nicht normalen Teppich unter den Tisch, sondern ein bisschen so übereinander. Okay. Ich habe verschiedene Möbel besorgt, Stühle, ein Regal, ein bisschen Deko. Und einen großen Tisch, den haben wir nämlich gebaut. Da hast du nämlich gesagt, wir brauchen einen richtig coolen großen genau, Tisch. Genau, da bin ich sehr gespannt, was du gemacht hast. Und jetzt, Andrea, würde ich sagen, wir fangen an, ja. Den Raum zu kleiden mit dem Raumkleid. Und was, wo fangen wir an? Wir machen jetzt erst eine Linie oben, damit wir genaues Maß haben. Und dann kleisten wir die Wand ein. Also Pi mal Daumen, 3,16 Meter auf 4,15 Meter, genau. Also, die Höhe haben wir mal grob gemessen. Ich setze es jetzt hier an. Okay. Ja. Bei dir? Ja. Passt? Ja. So, da war die Außenmarkierung. Wir müssen jetzt dieses Kleid ausbreiten. Wir rollen es auf eine Rolle. Ja. Das heißt, wir eine Rolle haben und dann von links nach rechts rüberarbeiten können. Okay. Und jetzt einfach rollen, eine schöne enge Rolle, damit sie schön. Eine schöne enge Rolle. Eine schöne enge Rolle. So, also, unsere Tapetenrolle ist fertig. Jetzt, glaube ich, kleistern, oder? Ja. Weltklasse gekleistert und dann bringen wir mal die Tapete an. Das Raumkleid. Und man muss für uns alle sagen, es hat hier noch keiner gemacht, ein Raumkleid angebracht. Das Raumkleid klebt soweit, das heißt, wir machen jetzt was, die Leiter wieder hin und... Genau, und rein. Okay. So. Jetzt sind wir genau auf der Linie. Du? Ja, ich hab's. Anstrengender wie gedacht. Passt perfekt. Okay. Es ist so einfach anzubringen. So. Super, wenn du mir den großen Nagel wieder gibst. Den großen? Den großen Nagel. So, Andrea. Unser Raumkleid, die Wand steht soweit. Bist du zufrieden? Sehr, sehr zufrieden. Ist ja gar nicht so einfach mit den ganzen Lüftungsgittern. Super. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Und es kommt hier nachher ein großer Holztisch hier rein. Und wie der entstanden ist, das könnt ihr euch jetzt anschauen.
Servus Wolfgang. So, hallo. So. Servus. Ich habe gehört, wir machen den Tisch fürs Studio und ja, du hast dir was ganz Besonderes ausgedacht. Stell mal hin, ich habe schon so ein kleines Juwel mal aus meiner... Siehst übrigens gut aus mit deinen Kopfhörern. Ja. Das sieht ja wie Kinn hochhalten. Ja. Das könnte euer neuer Studiotisch werden. Ich glaube, das wird... Noch sieht er nicht ganz danach aus, aber... Was ist das jetzt für ein Holz und was sind eigentlich diese Einkerbungen? Das ist Altholz, Eiche. Okay. Und die Einkerbungen, da hat uns ein kleiner Freund geholfen. Das ist der große Eichenbock. Okay. Oder besser gesagt, die Laufe vom großen Eichenbock. Okay. Ist ein ordentliches Teil. Ja. Und das macht die schönen Fraßgänge in die Eiche. Ich habe auch was damit vor. Jetzt bin ich damit gespannt. Wir wenig Reflexionen haben. Das war ja die Vorgabe. Ihr habt viel Licht im Studio und damit ihr ordentlich filmen könnt, würde ich den gern abfackeln. Abfackeln? Ja. Und wie sieht es dann hinten aus? Ja, das zeige ich dir mal. Habe da schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Sieht schon richtig cool aus. Eigentlich schade, dass der ins Studio geht, der Tisch. Okay, das ist echt also abgefackelt. Erstmal haben wir die Oberfläche hier. Ja. Dann brennen wir das Ganze ab mit dem Bunsenbrenner. Und pushen dann die ganze Kohlestruktur wieder weg. Ja. Dann haben wir eine schöne braune Oberfläche. Für den Tisch hier brauchen wir einen coolen Charakter. Und da würde ich sagen, wir machen die strukturierte Oberfläche. Und da habe ich drüben eine ganz feine Maschine, eine Kettensäge. Legen wir mal los. Okay. So, Tobias. Jetzt würden wir hier noch ein bisschen die Formen, die die Natur schon vorgegeben hat, ein bisschen rausarbeiten. Okay. Und die Platte hat jetzt noch ein bisschen Bogen. Ja. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Plan schaffen. Da könntest du dich jetzt mal betätigen. Du nimmst die Maschine in die Hand. Ja. Hier drückst du einen kleinen Knopf. Ja. Und hier startet. Und dann fahre ich einfach vor. Wenn du fertig bist, musst du die Maschine so auflegen. Ja. Du setzt hier an, ja, lässt die Maschine laufen, fährst nach unten und du siehst ja die erhöhten Flächen, ja, die arbeiten wir jetzt ab. Ja, das wird jetzt nach und nach besser. Ja, okay. Das arbeiten wir hier jetzt noch ein bisschen feiner ab. Okay. Und dann geben wir dem Ganzen eine Struktur. Also ich finde, du hast das gut gemacht. So, jetzt sieht es doch schon ganz anders aus. Und jetzt bearbeiten wir das Ganze mit Feinwerkzeug weiter. Also wäre ich auf die Idee gekommen, hätte jeder nur gesagt, du hast keine Ahnung, was du machst, aber... Jetzt machen wir noch ein bisschen Feintuning. So, Tobias, jetzt sieht die Oberfläche schon ganz anders aus. Das sieht echt richtig sensationell aus. Ja. Das heißt, jetzt fackeln wir das Ganze ab. Sehr cool. Habe ich in der Größe auch noch nie gemacht, also Premiere quasi. Einmal aber ich bin mir jetzt schon sicher, das wird cool. Und gleich seht ihr, wie der Tisch fertig wird. Ich kann so viel sagen, es wird richtig heiß. Also unbedingt dranbleiben.
So, und bei uns geht es jetzt weiter mit Bauen und Wohnen. So, Andrea, was steht jetzt hier alles an? Also, wir bereiten jetzt die Teppiche aus. Du holst deinen Tisch. Ich habe Stühle besorgt, ich habe Deko besorgt. Und wir machen es hübsch. Gut, und dann würde ich sagen, wir schauen uns noch an, wie der Tisch jetzt fertig wird. So. Schon cool. Feuerwerker, oder? Ja, das steckt doch bestimmt auch in deinem tiefsten Inneren ein bisschen drin, oder? Immer. Ich habe auch total Lust. Ja, dann. So, Flamme an. Und was hast du jetzt? Wasserfall, falls ja, du doch das... Ich habe ein bisschen Wasser hier. Ich lasse hier quasi, damit ich schöne Rundungen habe an den Öffnungen, lasse ich das hier ein bisschen ankohlen. Es wird nachher alles weggebürstet. Aber wenn ich denke, jetzt ist gut, dann lösche ich das ein bisschen ab. Würde ich noch mal übernehmen. Du meinst, jetzt macht der Profi weiter? Ja, jetzt. Aber es ist nichts kaputt gegangen, nee, oder? Nee, wunderbar. Gut. Nur schaue ich, dass hier die Wurmfraßgänge ein bisschen kleiner bleiben. Darum fackel ich das hier jetzt ganz ab und dann löschen wir rasch ab. Ich bin echt Feuer und Flamme für die Arbeit. Also Tobias, bevor wir jetzt zu viel machen, schauen wir uns die Oberfläche, wie sie später aussehen soll, mal ein bisschen an. Ich würde gerade sagen, im Moment sieht es ein bisschen aus wie stark verkohlt. Ja, aber das wird hier ganz schnell besser. Vorsicht. Genau so möchte ich die Farbe haben. Also ich bin ja total begeistert. Ich hätte gedacht, okay, alles klar, jetzt haben wir das Ding hier irgendwie abgefackelt. Aber das wird ja immer cooler. Das wird. Ich würde sagen, das sollte man daheim unbedingt mal nachmachen. Ja, am besten im Freien. Genau. So, jetzt sieht es doch ein bisschen mitgenommen oder geschwärzt aus, Wolfgang. Und jetzt? Ja. Jetzt schauen wir, dass wir aus dem Ganzen wieder ein schönes Kunstwerk machen. Also ich bin ja voller Hoffnung, wenn ich das hier sehe. Ja, das ich würde sagen, du zeigst mal kurz, was wir jetzt machen. Ja. Und viel mehr zeigen wir gar nicht, weil wir den Tisch ja fertig zeigen. Ne? Genau. Würde ich sagen, das ist Betriebsgeheimnis. Wolfgang, ich würde sagen, das reicht jetzt so viel, wie wir zeigen. Das heißt, das ist jetzt mehr oder weniger dann die fertige Oberfläche, genau, oder? Genau, jetzt kommt noch ein Oberflächenschutz drauf. Ich bearbeite es schön und dann ist das Kunstwerk fertig. Also, ich würde sagen, eine gute Geschichte. Es wird richtig cool. Hier machen wir jetzt mal Feierabend und das fertige Ergebnis gibt es dann gleich bei uns im Studio. So, hier ist jetzt das gute Stück, das wir mit Wolfgang gebaut haben. Andrea, wie gefällt dir der Tisch? Mega, der sieht super aus. Mega. Also ich war ja ganz begeistert, dass das alles mit der Kettensäge gemacht wurde. Echt cool. Du hast jetzt aber auch schon weitergemacht, weil das sieht auch schon total toll aus. Regal, Pflanzen, was war da deine Idee? Also Regal habe ich einfach befüllt, jetzt auch mit schwarzen Artikeln. Eine Lampe, ein bisschen was Schönes. Und die Kunstpflanzen, das war na klar einfach auch bedingt durch das, dass ihr hier kein Tageslicht habt. Ja, genau, habe ich bei einem Partner von euch geholt. Ja, bei Michael Großmann, genau, da kriegt man nämlich solche Sachen. Genau, ja, da gibt es immer solche Sachen, ja. Genau, und dann würde ich sagen, wir sind noch nicht fertig, weil da fehlt dir noch ein bisschen was. Du hast dir ja mehr Gedanken gemacht und ich würde sagen, soll ich jetzt mal losjumpen, was soll ich holen? Stühle. Grün oder? Grün und beige, ja, wir stellen die jetzt genau so, wie du sie jetzt hast. Einmal ab. Ja. Warum grün und beige? Weil ich das einfach schön fand in dieses ganze Ambiente rein mit dem Grün. Und weil Grün einfach auch immer passt, so zu den ganzen Grünpflanzen, das bindet sich immer so ein. Jetzt musst du dich mal hinsetzen. Ja. So, das wird ja dann normal im Studiogast, aber jetzt erzähl mal, was machst du überhaupt beruflich? Weil das sind ja lauter coole Ideen. Ja. Deswegen habe ich dich ja gefragt. Genau. Also ich
bin Interieurdesignerin und gestalte Wohn- und Geschäftsräume, gestalte Foto- und Filmsets. Ja, das mache ich hauptsächlich. Trifft dir hier zu, ne? Ja, genau. Und die Leute wollen heute, glaube ich, zu Hause voll die coolen Ideen haben, oder? Ja. Also von der Stange ein bisschen was, aber eigentlich soll es sein. Was ist das Geheimnis dahinter? Ich glaube, das Geheimnis ist immer, individuell das zu gestalten, so wie das der Kunde auch mag, was er für Farben mag, wie er sich wohlfühlt. Es muss in die Preiskategorie passen, wie möchte ich wohnen. Ja. Kommt das eigentlich mehr, dass die Leute um Hilfe fragen? Früher hatte ich so den Eindruck, die Leute sind einfach losgetickert und sagen, naja, wenn es in 2 Jahren nicht mehr passt, schmeiß ich es halt raus. Naja, nee, aber ich finde schon, dass sie mehr brauchen. Also man sieht ja auch viel, du guckst Zeitschriften an, Instagram und so, aber selber, das Umsetzen selber ist einfach schwierig, ist total schwierig. Weil manche Dinge sind im Raum einfach gegeben und man muss den ja auch mitnehmen, also den Raum so, wie er einfach, wie er sich präsentiert. Also das sieht cool aus. Ich bin total begeistert. Ja. Aber wir sollten weiterarbeiten, falls sonst verschwätzen wir die ganze Sendezeit, ne? Also. Tischleuchte, was ich ja so mega fand, ich habe den Tisch ja schon angeschaut, dass ich das Kabel direkt da durchziehen kann. So, jetzt habe ich hier eine Vase und grüne Sachen. Grüne Sachen, genau, ja. Darf ich die Kerzen platzieren? Die darfst du hinstellen. Da kann ich wenig falsch machen, oder? Ja, oder kann ich sie falsch rumstellen? Nein, alles gut. Finden in der Farbe. Genau, Stühle, ein bisschen 50-Style. 50-Style, okay. 50-Style. So, und jetzt haben wir 3 fliegende Teppiche. Wie kamst du jetzt auf die Idee? Ja, einfach ein großer Teppich, das wäre ein Riesenteppich gewesen und für mich jetzt ein bisschen langweilig. Und ich finde dieses Gestapelte, manchmal kann man ja auch daheim schon irgendwie, man hat vielleicht 2 Teppiche, die man übereinander legen kann und hat trotzdem eine coole große Fläche. Glaubst du, wir schaffen so gute Sendungen zu machen, wie das Studio jetzt aussieht? Natürlich, immer. Ich kenne das nicht anders bei euch. So, wenn du jetzt das Ganze siehst, würdest du sagen, genau so habe ich es mir vorgestellt? Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Also ich habe auch immer ein fotografisches Gedächtnis. Wenn ich irgendwo reinkomme, dann weiß ich, wie das am Schluss aussehen muss, darf, soll. Ich bin total begeistert. Heute ist Weihnachten, Ostern und Erstkommunion und so weiter zusammen. Und da ich jetzt langsam emotional werde, würde ich sagen, wir machen eine Pause. Ne? Also, wir sehen uns gleich wieder und dann geht es bei uns um ein Parksystem. Und wir genießen in der Zeit noch ein bisschen hier das Studio. Vielleicht hat die Andrea noch eine schöne Blume übrig. Bis gleich. Und weiter geht es bei Bauen und Wohnen mit der ersten Moderation aus dem neuen Studio. Und ich muss sagen, ich bin total happy. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einem innovativen Parksystem. Hier wird gerade ein innovatives Parksystem gefertigt, das ermöglicht, 2 Autos platzsparend übereinander auf einer Parkebene unterzubringen. Und dafür benötigt der Hersteller vor allem eines: Stahl. 4.500 Tonnen pro Jahr lagern in diesen Regalen. Sie werden vollautomatisch befüllt und entladen. Hier werden Rohbleche sekundenschnell entnommen, vom Laser zugeschnitten oder von Robotern in Form gestanzt. Die Tiefgarage unter der Altstadt von Ravensburg in Oberschwaben entstand in den 80er Jahren und hatte deutliche Alterserscheinungen. Bevor hier ein neues Parksystem eingebaut werden konnte, musste saniert werden. Der Bodenbelag war extremen Bedingungen ausgesetzt. Die Fahrzeuge brachten Wasser und im Winter Tausalze mit. Diese Chloride hatten die Stahlbetonbauteile angegriffen. Deshalb musste eine Stahlbetonsanierung stattfinden. Die oberste Schicht des Betons wurde mit einem Hochdruckwasserstrahl abgetragen. So konnten angegriffene, verrostete Stahlteile sandgestrahlt werden und Rostanhaftungen am Armierungsstahl entfernt werden. Die neue Oberfläche mit einem OS-8 und OS-10-System gewährleistet einen guten Schutz des Untergrundes und eine hohe Belastbarkeit. Aufgrund der geringen Bauhöhe der Tiefgarage sind die Parkflächen um 8 Grad geneigt. Die Technik der Neuanlagen hat sich natürlich verbessert. Wir haben ein anderes Hubsystem, wir haben Standsäulen, die das Ein- und Aussteigen in die Fahrzeuge erleichtern, Standsäulenpositionen, wie wir es nennen. Hier hat man auch in die Zukunft gedacht, man hat die Stellplätze auch in aufgelasteter Version dann wieder eingebaut. Es war vorher eine Stellplatzbelastung bis 2 Tonnen maximal möglich, jetzt können bis zu 2,6 Tonnen Fahrzeuge geparkt werden.
Die Technik im System ist natürlich auch die aktuellste, die wir zurzeit haben. Und wie funktioniert die Anlage technisch? Die Anlage wird ja durch Druckaufbau aus der Grube gehoben. Und dass diese Hubbewegung möglichst gleichförmig abläuft, war früher eine mechanische Gleichlaufsystematik im System verbaut. Also es war eine Metallwelle, die dafür gesorgt hat, dass die Plattform waagrecht und gleichmäßig nach oben läuft. Das wird jetzt zum Beispiel elektrohydraulisch geregelt. Es gibt Ventile, es gibt einen Neigungssensor, der überprüft, wie eben der Zustand im Moment ist der Plattform und dann eben nachregelt, wenn irgendeine Plattform schief nach oben will. Die Bedienung der Anlage ist relativ einfach. Es gibt ein Bediengerät für jeden Parker mit Totmannsteuerung. Das heißt, ich habe einen Bedienschlüssel und je nachdem, in welche Richtung ich den drehe, hebt oder senkt sich die Anlage. Aber sofort, nachdem der Schlüssel losgelassen wurde, bleibt die Anlage auch stehen. Dadurch wird eben die Unfallgefahr reduziert und minimiert, weil ich als Nutzer die Aufgabe eben in dem Moment habe, die Ein- und Ausparkfläche zu überwachen. Beim Einparken helfen die flexiblen Radanschläge, um die optimale Parkposition zu erhalten. Empfohlen wird das Einparken vorwärts, bis das Vorderrad den Radanschlag berührt. Bis zur finalen Bauabnahme müssen sich die Bewohner jetzt noch etwas gedulden, um wieder ihren Stellplatz zurückzubekommen. Denn die sind auch in der Kreisstadt rar. Dann werden hier wieder 46 Pkw unterkommen. So, Andrea, ich bin total begeistert. Vielen herzlichen Dank. Wo würdest du das jetzt einrichten, wo du sagst, ist das ein Industrial Style? Ist das ein Ja, Industrial Vintage würde ich jetzt sagen. Einfach, okay. Eigentlich ist es ein Mix. Okay, ja. Und der passt hier einfach perfekt rein. Der passt auch hier perfekt. Mit diesem Kleid für unsere Wand. Ja. Sag mal, wo gehen überhaupt gerade die Trends beim Einrichten hin? Sind es eher so grünliche Farben oder ist es eher zurückhaltend oder knallig? Also viel ist tatsächlich wieder schwarz. Also schwarz kommt gerade wieder total. So sagt er auch, schwarz ist das neue Weiß. Ja? Okay. Also das ist viel. Und von den Farben, ich denke, es kommt immer auf den Raum an. Also was ist ein Raum? Einfach, was passt in den Raum von den Lichtverhältnissen her, zum Boden, zur Beschaffenheit, vom Ganzen, ja. Also Andrea, vielen Dank, dass du uns geholfen hast mit dem Studio. Gerne. Ich sage auch, die nächsten 4 Wochen bauen wir nicht um. Cool, ich habe schon eine Idee für euer neues Studio. Perfekt. Ja. So, ich hoffe, euch gefällt unser neues Studio. Ich bin total begeistert. Kommende Woche sind wir unterwegs und dann geht es um die Frage, Keller oder Bodenplatte, wann ist etwas sinnvoll und wann ist vielleicht auch preislich interessanter. Also unbedingt einschalten. Tschüss. Keller oder Bodenplatte, vor dieser Entscheidung stehen alle Bauherren. Wir haben nachgefragt, welches die wichtigsten Entscheidungsgrundlagen für diese Antwort sind. Und auch für Mieter gibt es nun mit dem Mieterstrommodell eine Möglichkeit, Strom vom eigenen Dach zu beziehen.